Hey ho, Leute, ich sag's euch, ich bin mauskaputt. Tja, gestern die Safterei, auch noch bis um 10:30. Heute arbeiten, jetzt warten auf mich noch die Fässer zum Spülen. Trennen noch die ganze Saft aus. Heute die ganze Saftausbeute verräumen. Weil da drin will ich dann den PC aufbauen, was heute aber definitiv nicht mehr passiert. Tja, aber was heute passiert, so heißt ja auch das Video, Pakete auspacken, grillen und PC. Ja, gut, wo fangen wir an? Fangen wir mit dem oberen an. Das habe ich mir in eBay bestellt gehabt, ist für den PC. Dann das untere, ja, ist von jemandem, der hat sich bei mir über das letzte Video beschwert. Also beschwert, spaßeshalber. Er hat gemeint, ich habe viel zu wenig gezeigt in dem Video mit der Auspackerei. Er hätte gerne mehr gesehen, aber das kommt ja alles noch. Ja, und das Paket, ey, wenn er jetzt wirklich das raus... Wenn da jetzt wirklich das rauskommt, was angekündigt ist, dann bin ich platt. Dann bin ich platt, sprachlos und freue mir ein zweites Loch im Arsch. Ja, okay. Alles klar. Fangen wir erstmal mit dem an. Das hat jetzt mit dem PC, was ich mir jetzt aufbauen habe, werde vielleicht etwas weniger zu tun. Bei dem kommt es nicht im Einsatz, aber dann eben, wenn ich den Werkstattrechner aufbaue, werde ich das definitiv benötigen. Und was das ist? Och Mann, so verpackt man das bisschen Zeug so gut. Dust End. Hört sich zwar irgendwie nach Grillen an, hat damit aber nichts zu tun. Ich zeige jetzt noch original zu. Das ist ein Filter. Schaumgummifilter. Damit werde ich schauen, dass ich meinen alten PC wie auf der Autobahn meinen alten PC möglichst staubdicht bekomme. Aber das wird dann ein anderes Thema sein. Auch in Grillschattis an der Ecke. Jawohl. Gut. Relativ günstig bekommen. eBay-Kauf. Tja. Big Tux Barbecue. Aha. Da war letztens ein Gewinnspiel. Da hat der gute Taki leider, sage ich ja mal, immer... Also heute fahren es wieder heftig. Viel zu wenig Zuschauer bei seinem Gewinnspiel. Und das ist so genial. Da macht er Quizshow. Er gibt ein Wort vor und dann muss man aus diesem Wort was vorne hinsetzen, was hinten hinsetzen. Kann anrufen zu der ganz normalen Telefongebühr, was einen anfällt oder auch nichts, wenn man Flat hat. Ja, und Leute, da schauen viel zu wenig zu bei dem. Der braucht unbedingt noch Zuwachs, Abonnenten und ja, die schauen ja dann auch sowas. Also schaut beim Taki vorbei, kann ich wirklich nur empfehlen. Und jetzt gucken wir, was ich gewonnen habe, beziehungsweise mein Schatz hat ja auch noch mitgemacht. Und dadurch, dass jetzt so wenig da teilnehmen und zugucken, sind die Gewinnchancen sehr groß. Was haben sie beim Takt gerade im Angebot? Ich habe ein Gyrosrad bekommen vom Taki. Sehr geil. Brennt der? Ja,
Kreta-Feta. Mhm, lecker, lecker, lecker. Keftedes-Mix. Okay. Also das sind schon mal Videos, wo wieder produziert werden. CL Herbert Kokos Ananas Likör. Dankeschön, dass wir zwei Stück bekommen haben. Werde ich mir später mit Schatzi schmecken lassen. Ah, Texas Steakhouse. Wer hat die jetzt eigentlich gewonnen, Kaptaki? Schatzi oder ich? Und dann haben wir hier eine Special Edition Tasse. Die kommt dann gleich zu meiner Tassensammlung. Und zwar von Beef and Meat und Big Tuck's Barbecue. Sehr geil. Also die wollte ich unbedingt haben. Die habe ich bekommen. Sehr, sehr geil. Freut mich. Da kommt nochmal was raus. Jawohl! Zündschnüre, flotte Fritte. Also, das Zeug brennt ja wunderbar. Das haben wir ja schon gesehen. Sehr geil. Vielen Dank, Taki. Und ich hoffe wirklich, dass das, was wir ausgemacht haben, dass das alles sauber klappt. Hey, wird lustig. Mehr sage ich jetzt nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Paket. Oh. Boah. Ich glaub's immer noch nicht. Ich glaub's ehrlich gesagt immer noch nicht. Hammerhart. Oh, Leute, ich schalte jetzt kurz die Cam aus. Ich muss erst noch mal eine rauchen. Boah. Leute, ich sag's euch, das hat man Patricia aus Österreich mitgebracht. Gibt's beim Spar, ist arschbillig und meines Erachtens nach ist das ein verdünntes Red Bull, was da drin ist, weil es ist nicht ganz so süß und ja, also ich bin wirklich der Meinung, das ist Red Bull abgefüllt. Nur verdünnt. Prost. Also. Hallo mein Schatz. Jetzt bin ich baff. Ich hab gedacht, du musst länger arbeiten. Hallo, ich habe heute Morgen um 4:45 angefangen. Okay. Weißt du, wie kaputt ich bin? Ja, frag mich mal. So. Hast du die jetzt schon gespielt? Nein, noch nicht. Hallo? Ich bin auch noch nicht so lange da. Eineinhalb Stunden. Oh. Oh. So, Leute. Aber jetzt mache ich das Paket auf. Komm, ich mach's auf. Was ist drin? Ich glaub's immer noch nicht. Das, was du dann in ja, 1, 2, 3 Monaten kriegst. Ich brech echt auf. What is this? Wie, wenn das jetzt so auf dem Boden und du schmeißt, kannst du selber wieder zusammen glauben, bloß dass du dich auskennst. Ich brech zusammen. Ein Ryzen 7. 3700X. Ein 8-Kerner. 4,4 GHz Maximum Boost.
3,6 GHz Base. Also das ist der vorläufige Prozessor, was bei mir reinkommt. Ich brech zusammen. Ich brech echt zusammen. Da wird höchstwahrscheinlich der Luftkühler drin sein. Der wird vorläufig auch noch auf Lager gelegt. Leck. Ist das ein Monster? Thermalweit. Helle. Ich brech zusammen. Ich brech echt zusammen. Kriege ich den da wieder rein? Nein, mache ich nachher. Also der Prozessor wird wahrscheinlich auf dem Mainboard sein. Ein X370 Tai Chi. Ein, ja, sagen wir mal, älteres Mainboard, aber eigentlich immer noch aktuell von der Leistung her. Wahnsinn. 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 Ich werde wahnsinnig. Ich werde echt wahnsinnig. Zwei Ballistikspeicherriegel, 3000 MHz, 2x8 Gigabyte nehme ich an. Dann haben wir vorläufig 16 GB Arbeitsspeicher, was reinkommen. Das ist die vorläufige Lösung. Das ist das Mainboard mit dem Ryzen 7 3700X. Ey, echter Wahnsinn. Das Mainboard wird dann noch jetzt fange ich zum Stottern an. Das Mainboard wird auf alle Fälle in allen Ehren gehalten. Das kommt, nachdem der Prozessor wieder frei geworden ist und der Arbeitsspeicher, dann in den Rechner von meinem Schatz rein, dann kriegt die eigentlich ja auch noch ein recht geiles Monster am PC. Kann Wahnsinn. Mit dem fahren? Nein, fahren nicht, aber dein Rechner wird wesentlich schneller werden. Kann ich fliegen? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin baff. Ich bin echt baff, Leute. Ich bin sowas von baff. Mir fehlen die Worte. Ich werde dir was zurückschicken. Aus meiner Sammlung. Und dann kriegst du von mir was, was bis jetzt noch keiner hat, aber schon viele drauf scharf waren. Ich brauche deine T-Shirt-Größe. Ernsthaft, mein Schatz. Ich brauche vom Sven heißt er. Ja, Sven, ich brauche deine T-Shirt-Größe. Wahnsinn. Ey. Ich kann dazu einfach nichts mehr sagen. Ich bin baff. Ich bin echt baff. Geil. Das heißt,
mein PC ist soweit alle Teile da. Und im nächsten Video fange ich dann mit dem Zusammen- und Aufbau an. Es werden bestimmt auch 2 Videos werden. Und naja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, heute nicht mehr. Heute habe ich noch genügend andere Arbeit von der Safterei von gestern. Und morgen oder übermorgen. Halt, morgen. Weil übermorgen kann es passieren, dass hier Highlife und Konfetti ist mit Grillerei. Und da wird wahrscheinlich ein richtig, richtig, richtig gutes Video entstehen. Und Leute, da lasst euch überraschen. Das wird, ja, dazu sage ich jetzt gar nichts mehr. Lasst euch überraschen. In dem Sinne, danke Taki, vielen, vielen Dank Sven. War Wahnsinn. Wow! Ja. Unglaublich. Okay, ich bin jetzt raus. Ich habe noch einen Haufen heute zu tun und wir sehen uns. Tschaikowski.